Unser heutiger Gastjuror, Johannes Nuding, ist der Mann, der 3 Sterne in London kocht und dann einfach nach Tirol geht, um neu anzufangen. Lieber Johannes, ich weiß nicht, welche Entscheidung die schwierigere ist. Ob es nun die war, einen Neustart zu wagen oder die, die du gleich treffen wirst, wenn du einen oder eine unserer Kandidatinnen hier nach Hause schicken wirst. Es sind 4, davon werden 3 weiterkommen. Und da habe ich natürlich die größten Hoffnungen für meine beiden, dass ich sie beide noch ins Halbfinale kriege. Mein Herz schlägt bis hier. Man hat jetzt so die letzte Chance und wenn du die nicht ergreifst, bist du selber schuld. Aufgeben tun wir auf gar keinen Fall, aber die Nervosität ist groß. Und das ist natürlich jetzt ein harter Kampf, auch gegen die 2 Mädels. Starke Gegner. Wir machen das. Wir holen sie rein, unsere Schützlinge. Hier sind Helena, Verena, Yvonne und Igor. Da kommt's her, jawohl. Ihr Lieben, einmal tief durchatmen. Wir haben auch ein richtig schönes Thema für euch, weil es ja heute den ganzen Tag schon um unseren Johannes geht. Gehen wir in die Heimat von Johannes nach Tirol. Schön. Aha. Ja. Lieber Johannes, bist du ein Fan von der Tiroler Küche? Natürlich. Ja? Die Tiroler Küche ist sehr wichtig, die Küche, mit der ich aufgewachsen bin. Wenn du tirolerisch kochst, was für Zutaten verwendest du denn da gerne? Die simpelsten, die man sich vorstellen kann. Gute Kartoffeln, gute Eier, gutes Kraut, guter Speck, solche Sachen. Tiroler Speck, das ist ja auch eine weltweit bekannte Spezialität aus Tirol. Und weil wir uns heute bei dir in der Heimat befinden und dir natürlich mit unseren Entscheidungslöffeln auch eine Freude machen wollen, wird Tiroler Speck heute eine entscheidende Rolle für euch spielen. Tiroler Speck finde ich super. Man kriegt richtig viel Geschmack auf den Löffel. Es ist ein geiles Thema. Ja, das ist richtig gut. Ah, oh, Tiroler Speck. Tiroler Speck ist überhaupt nicht meins. Ist mir viel zu stark geräuchert. Das ist einfach ein Aromenspiel. Das näht alles nieder. Damit ein Gericht zu kreieren, braucht einen Moment. Das heißt, lieber Johannes, wie kann das funktionieren? Was stellst du dir so vor? Also Tiroler Speck soll eine unterstützende Rolle spielen. Man muss einfach denken. Das darf asiatisch sein, das darf europäisch sein, das darf alles sein. Man sollte sich, nur weil es Tiroler Speck ist, nicht auf das Thema Tirol zu sehr fokussieren. Man hat da sehr viele Komponenten, salzig, rauchig, fett, leicht durchzogen, würzig. Man kann damit viel spielen. Ja. Die Löffel müssen sehr, sehr gut sein und durch den Tiroler Speck müssen sie ausgezeichnet werden. So ungefähr. Okay. Ist ja auch gar nicht so einfach. Gell, weil du bringst es auf den Punkt. Es muss richtig gekocht sein, richtig abgeschmeckt. Und jetzt bin ich gespannt, was sie damit machen. Ja. Das Coole ist, jeder hat das gleiche Los. Ja, genau. Ja. Insofern ist es nicht so, dass es jetzt unfair. Ja. Mein Lieber, das ist der Moment, an dem ich dich dann gleich aus dem Studio schicke. Du gehst aber jetzt nicht alleine, denn Nelson und Alex dürfen dich begleiten. Ihr müsst heute nicht ins Entscheidungskochen. Eure Küchen bleiben kalt. Aber das heißt natürlich auch, dass eure Zutaten wie immer an die Tafel gehen. Dass die Reste aus unseren Küchen an die Tafel gehen, das finde ich toll, finde ich großartig. Und eben auch das zu zeigen, wie viel Respekt wir auch vor Lebensmitteln haben. Du kriegst ein Päuschen, kommst zum Verkosten wieder. Ihr geht in die Candy Lounge und drückt mit die Daumen. Bis später, Johannes Nuding. Toi, toi, toi. Wenn ihr soweit seid, würde ich die Zeit starten. Eure 60 Minuten Kochzeit starten genau jetzt. Er macht zuerst. Ich will ganz klar, weniger ist mehr. Kartoffelgnocchi, Speck als Soße, Speck knusprig oben drüber. Und dann eigentlich nur noch Akzente von Süße und Säure. Einmal vielleicht Gurke oder Apfel gepickelt, irgendwas davon. Gnocchi finde ich super. Vielleicht ein bisschen Käse auch mit einarbeiten. Ne? Und bevor du da Richtung Apfel gehst, das finde ich sehr brutal, dann eher mit Kohl. Wenn du von einer Soße sprichst, dann hast du 2 Varianten. Du kannst eine Rahmsoße kochen, das wird sehr schwer. Oder du machst einen klaren Sud, wo du die Möglichkeit hast, dass du den Kartoffelgnocchi noch ein bisschen leichter hast. Mir war es besonders wichtig, Kommunikation mit dem Tim zu bewahren. Der hat halt einfach einen Erfahrungswert von diesen Löffeln, wo man halt einfach nur von profitieren kann. Tja, aufregendes Thema natürlich. Bisschen Bodenständigkeit auf den Löffel zu bekommen, ist immer natürlich schwierig. Ich mache im Entscheidungskochen was ganz, ganz gut Bürgerliches. Wir haben schöne Gnocchi. Dazu einmal ein Spitzkohlkraut
den Speck, den wir einmal oben drüber streuen, auch der nochmal mit Panko so ein bisschen aromatisiert ist für den Knusper und eine Speckessenz, die das alles so richtig schön schlotzig begleiten soll. Also mit Gnocchi, mit Speck kannst du halt das Herz erreichen. Ja. Ne? Aber in einer Stunde sportlich. So. Hey, ich habe mir überlegt, diese Finkenwerder Art mit der Seezunge. Das heißt, Yvonne hat sehr schnell eine gute Idee gehabt, ein klassisches Gericht, Scholle Finkenwerder Art. Wir haben keine Scholle, aber Seezunge ist sogar noch besser. Das heißt, du nimmst ein Stück Seezunge. Ja. Die brätst du dann in Nussbutter? Ja, ich würde hier unten für die Säure so gepickelte Gurken machen. Mhm. Dann mach doch eine Beurre Blanc und dann gibst du den Speck dazu. Ja. Vielleicht sogar auch noch ein paar ganz, ganz feine Speckwürfelchen. Yippie-yay, auf geht's. Ja. Im Entscheidungskochen gibt es bei mir eine Seezunge Finkenwerder Art mit Nordseekrabben, Croutons aus Tiroler Speck, gepickelte Gurken, eine Beurre Blanc aus Tiroler Speck und eine Petersilienöl. Das Wichtige für beide wird jetzt sein, den Speck so einzuarbeiten, dass er würzt und nicht alles so tatsächlich in den Beschlag nimmt. Das ist aber ein Ritt auf der Rasierklinge. Also, die Kohlrabi-Perle. Dann höhle ich die aus. Dann ist meine Überlegung, entweder innen rein eine Füllung, wo ich Speck einarbeite, oder ich setze unten das Tomatensugo an, wo ich den Speck einarbeite. So, pass auf. Ich habe ein Rezept, 7 Minuten Ei-Mayonnaise. Hm. Das ist eine Mayonnaise, die nicht so fett ist. Und das Ei tut dem wahnsinnig gut. Da machen wir hier Speckfett mit rein. Wir machen noch 2 ausgestochene Kugeln. Grüner Apfel ohne Schale. Apfel und Speck, wunderbar. Die Kombination wird sein, der Kohlrabi mit einem Hauch Rauch, der frische Apfel. Dann haben wir unten diese Creme, die das Ganze zusammenhält. Und hier haben wir noch Wacholder drin und dann machen wir vielleicht noch irgendwelche Kräuter mit dazu. Ja. Hasta la vista, auf geht's. Auf geht's. Im Entscheidungskochen gibt es bei mir eine ausgehöhlte Kohlrabi-Perle, gefüllt mit einem Panko-Butter-Speckbrösel. Dazu gibt es eine Speckbutter, ausgelassenen Speck, Apfelperlen, die in Kerbel gewälzt sind und eine 7-Minuten-Ei-Mayo. Bei mir gibt es heute einen Käse-Speckknödel auf einem Krautsalat. Und eine kleine Perlzwiebel gefüllt mit Tiroler Speck. Also ich gehe jetzt hier gar nicht auf Shishi, sondern wirklich auf Herzküche, auf richtig Geschmack und hoffe, ihn damit überraschen zu können. Eigentlich sind jetzt wieder 4 Profis im Entscheidungskochen, gell? Das macht aber der Taste auch aus, dass einfach auf so einem kleinen Löffel du, wenn du Emotionen draufpackst, auch als Hobbykoch oder Hobbyköchin, einfach jeden ausstechen kannst. Ja. Bis zum Schluss, haben wir alle schon gesehen. Ja. Was hast du in dem Öl drin? In dem Öl habe ich Wacholder, Lorbeer, Schnittlauch, Petersilie. Ja, wollen wir probieren bitte? Oh, warum ist das undicht? Boah, sehr geil. Boah, ist das gut. Oh. Ich mache jetzt gerade die Seezunge. Ich zitter noch ein bisschen hier. Oh, die muss sich beruhigen, die Yvonne. Aber das hat sich schön gemacht. Richtig schön. Also ich bin heute sehr aufgeregt, weil es geht ja hier auch ums Weitermachen oder nicht. Die Konkurrenz wird jetzt halt schon härter, ne? Das hat mich innerlich gestresst, also krass gestresst. Und dann steht da noch mein Teamkollege neben mir. Und dazu kommt noch, man will ja auch einfach nicht noch mal den schlechtesten Löffel haben. Wir haben natürlich eine satte Konkurrenz heute. Ne? Da drüben steht Alexander, Professor Dr. Kulinarium Hermann, der mit Sicherheit sehr, sehr gut coachen wird. Ich mache gerade die Dancing Queen, weil ich glaube, mir kriegt, wie Herr Rauer mich gerade lobt. Soll ich die Milch warm machen? Ja. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass dieser Knödel vielleicht ein bisschen zu einfältig sein kann. Aber wenn es geil schmeckt, dann schmeckt's. Schauen wir mal, wir beginnen die Reise. Hast du an Zwiebel gedacht? Ja, Schalotten habe ich da, Butter habe ich gut, da. Gut, halt! Die schwitzt du jetzt da drin erst an. Und dann die Milch rein. Dann die Milch rein, dann kommt es da drauf. Die sprechen viel. Ja. Das ist sehr, wie an der Universität, hör mal. Schon den Speck mit in die Schalotten, ne? Den machen wir da mit rein. Ja. Schneid ein paar Würfelchen. Ja. Nein, nicht so, nicht so. Auch mit dem Fett. Würfelchen. Ja, ich bin ja dabei. Und die lassen wir mit aus, vorsichtig da drin. Dann kommt da eben die Milch drauf, damit der Geschmack schön rauskommt. Ja? Der Alexander hilft die ganze Zeit und gibt uns die perfekten Tipps. Ich versuche, das alles abzuspeichern. Gegen meine eigene Teamkameradin zu kochen, ist für mich Horror.
Ich wünsche mir, dass wir beide natürlich durchkommen. Die Kohlrabi-Kügelchen, die brate ich jetzt von der Unterseite erst kurz an. Anschließend lösche ich mit dem Gemüsefond einmal ab und dann koche ich sozusagen auf den Punkt. Meine Idee mit der Kohlrabi-Kugel war, weil ich nicht dachte, dass der Johannes denkt, dass jemand Speck mit Kohlrabi kombiniert. Und ich finde, dass das ein sehr schönes Aromenspiel ist im Mund. Ich bin natürlich nervös wegen der starken Konkurrenz, aber ich konzentriere mich jetzt auf meinen Löffel und gebe alles. Für was für eine Art der Soße hast du dich entschieden? Die klare, die du gesagt hast, ganz klar. Ich habe Zwiebelchen angeschwitzt, ich habe es ganz wenig mit Weißwein abgelöscht. Ich würde den Alkohol noch verkochen. Mhm. Ich hätte auf keinen Fall Weißwein rangemacht. Okay. Die Säure von einreduziertem Weißwein mit Speck, das ist so eine Übersäuersalzigkeit, die man freiwillig nicht isst. Es gibt einfach Dinge, die kann man sich nicht so in den Mund schieben, weil der Körper dann schon sagt, was ist denn da los? Also, ich würde was anderes ganz schnell machen an deiner Stelle. Ja, da hat man auf jeden Fall schwer dran zu schlucken. Das würde ich nur ansetzen aus Gemüsefond und Speck. Keine Zwiebeln, nichts anderes. Du bist ein Speckfond. Perfekt, 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 perfekt. Wir haben gar kein Problem. Wir haben ja noch genug Zeit. Machen wir eine neue Soße. Aber jetzt hast du dann alle Komponenten. Du hast Öl, du hast Gemüse, du machst dann irgendwann Gnocchi und wir haben Sud. Also jetzt merkt man die Anspannung bei den Coaches. Jetzt kommt das. Ich brate jetzt mein Fischfleisch an. Bin an meiner Soße dran. Ich mache mir einfach allgemein gerade Sorgen, weil die Zeit knapp ist. Ich versuche ja alles gerade fertig zu kriegen. Die brauchen jetzt auch ihren Moment. Das ist jetzt chaotisch gerade. Die Knödelmasse ist sehr schön. Die schmeckt fein nach Käse, schön nach Speck. Wir haben die Knödel nicht wie normale Knödel in Kugeln geformt und ins Wasser geschmissen, weil dann verwässern die so. Und bei einem servierten Knödel wird es ja in dieser Rolle gedämpft sozusagen, ohne dass der Knödel mit dem Wasser in Berührung kommt. Und damit erhält man sich den Geschmack. Ja, dann lass uns mal auf die Mayo gehen. Ja, bin ich jetzt dabei. Die 7-Minuten-Mayo, die habe ich tatsächlich vom Alexander. Und ich finde die ja mega, ne? Einfach reinschmeißen. Rein damit. Für die 7-Minuten-Mayo habe ich Eier 7 Minuten lang gekocht, anschließend mit etwas Senf, Gewürzgurkenwasser, sowohl als auch neutralem Öl aufgemixt. Und am Ende kam noch etwas von der Speckbutter hinzu für den schön würzigen Geschmack. Ein Löffel. Finde ich sehr gut. Mhm. Aber kleine Prise Salz, wenn wir noch brauchen, und ein bisschen Pfeffer. Ja. Verena! Wir sind im Entscheidungskochen. Ja. Hast du mich verstanden? Und es macht mir sehr viel Freude mit dir. Tito, ich dachte schon, Mensch. Helena, das gleiche gilt für dich. Dankeschön. Es macht mir echt Spaß. Und der meiste Spaß macht mir eure Leichtigkeit, diese Freude, die ihr dabei habt. Ist genau richtig, ist genau richtig. Das ist der Taste, egal wie es ausgeht. Aber jetzt haben wir mal 60 Minuten pure Freude. Fertig. Also er ist voll angespannt, versucht aber schöne Ruhe reinzubringen. Oh, Tim, der Sud. Der ist drüber, der ist, glaube ich, zu salzig. Jetzt sieht es so aus, als hättest du ihn noch mal runtergekocht. Ne? Ja. Jetzt mit den Apfel. Super. Echt? Bumsig, ne? Der Specksud, der ist klar, der ist fein, der ist elegant, das passt auch. Alter, ist das heiß. Ja, bleib ruhig. Das sieht gut aus. Meine Kartoffelgnocchis, wir haben Kartoffeln gekocht in Salz. Das Kochwasser haben wir allerdings auch noch mal so ein bisschen aromatisiert mit Lorbeer und Speck. Bist du da? Ich bin sowas von da. Okay, machen. Ich würde jetzt sagen, mach mal 3 Esslöffel zuerst. Und dann haben wir den einmal mit Semola und Eigelb und so ein bisschen Parmesan aromatisiert und halt wirklich in die Richtung zu dem Thema Südtirol gedrängt. Also das geht sehr, sehr gut. Vollgas machen, was 15 Minuten. Die haben jetzt so eine Kochzeit von 2-3 Minuten, ne? Ja. Dann haut das hin. Darf ich
dich fragen, wie du mit der Beurre Blanc jetzt stehst. Ja, ich habe es gerade probiert. Ich finde es eigentlich ganz gut. Nee, ich finde es eigentlich ganz geil mit dem Speck. Nicht ganz gut, sorry, falscher Ausdruck. Ich habe einfach nur den Speck kurz mit reingelegt, damit diese Beurre Blanc einfach diesen Geschmack von diesem Tiroler Speck annimmt. Es ist fein, es ist sehr fein, ne? Frage ist, ob das zu fein ist. Mit dem Speck? Du musst das wissen. Du musst wissen, wie stark du den Speck dimensionieren willst. Ja, bring den mal her, Messer noch mit dazu, wobei ich habe eins da. So, jetzt schauen wir uns den mal an. Schauen wir, wie schön fluffig der ist, ne? Okay. Probier mal. Ganz toll. Wunderbar, ne? Mhm. Ist ganz fantastisch. Ich schneide ihn jetzt? Ja, du schneidest ihn und wir braten die Schnittfläche nochmal. Ja. Sehr gut. Schön abflammen, schön gleichmäßig, okay? Ja. Ja? Oh, guck mal. Das sieht aber schön aus. Hier wird jetzt noch ein bisschen Essig reingebracht. Und dann fülle ich den mit dem Panko. Party ist ruhig. Respekt. Mm. Ich hatte die nur kurz angebraten, die Seezunge. Hab sie dann nochmal in den Ofen gestellt. Gib mir noch den Fisch zum Probieren. Ja. Oh, der ist roh. Oh, der muss gebraten werden. Ja, sofort, sofort, sofort. Scheiße, du hast noch 7 Minuten. Okay. Oh Gott. Oh, das ist gerade bei Yvonne. Oh, verdammte Scheiße, Mann. Der ist nicht super, glaube ich. Das wird ein richtig schöner Ritt gleich. Du musst anrichten, du musst jetzt anrichten. Oh, ich bin da so nervös. Mein Gott. Ein bisschen Krautsaft, genau. Ja, stopp, stopp. Wenn du da stehst, da geht dir so der Arsch auf Grundeis. Kannst du mal kurz schauen, bitte? Ich bin gerade ein bisschen nervös. Ich hol den raus. Ja, ja, aus der Pfanne auf jeden Fall, auf dem Teller. Ja. Ja, so ist gut. So. Ja, so ist gut. So. Ich muss jetzt anrichten, ja? Mhm. So, ja. Ganz ruhig. Du bist bei mir, ich bin bei dir. Yippie-yay. Also, erst die Gürkchen. Ja. Ich halte den Löffel. Ja. Rauf, rauf. Über die. Rauf. Wenn er dann mal rein. Da rein, da. Rauf, noch ein. Rauf, rauf. Guck mal, da läuft das noch nicht. So, stopp. Der könnte noch 5-mal mehr mir ins Ohr brüllen. Ich würde das nicht mehr hören, weil ich so konzentriert bin. So, und jetzt mal ernsthaft. Ist dieser Löffel nicht traumhaft schön? Ja. Der ist total aufgeräumt. Letzte Minute jetzt. Ja, komm. Ja, du nimm dir Zeit. Ich halte ihn. Oh nein, die Arme. Oh, die zittert. Scheiße. Und ich hab versucht zu zielen. Wirklich, ich hab's versucht. Dann lass es, wenn du nicht mehr kannst. Mein Gott, das ist ja wie bei einer OP. Oh Gott. Okay. Stell den Löffel hier hin, damit er fertig ist. Ja. Okay, fertig. Dankeschön. Danke. Danke. Toll. Also, besser kann man es nicht machen. C'est ça. Boah, der ist sehr schön. Sehr schön, ja. Es ist auch sehr intelligent gelöst, wusste mit dem kleinen Zwiebelchen oben drauf. Das wird er mögen. Ich bin sehr aufgeregt und ich hoffe, dass ich weiter bin. Ich hoffe, dass es reicht. Es ist ein Herzenslöffel und die Gnocchi sind ja wohl der mal Hammer, oder? Also, wirklich. Danke. Ich fand das ganz cool. Ich bin froh, dass Tim die Nerven behalten hat mit mir. Hör auf zu zittern! Und deshalb, wir warten jetzt mal ab. Wer das Entscheidungskochen jetzt übersteht, der kocht nächste Woche tatsächlich im Halbfinale. Wenn ich die 4 Löffel sehe, dann ist die Anspannung ja am Limit. Und nur sein Geschmack entscheidet. Johannes Nuding! Hallo.
Willkommen zurück. Was sagst du so rein optisch? Würdest du die auch bei dir im Schwarzen Adler so servieren? So als kleinen Gruß aus der Küche zum Beispiel? Rein optisch sehr schön. Ja. Sehr schön. Ich würde sagen, leg doch einfach mal los. Oh Gott, er verkostet meinen als erstes. Bitte, bitte, ich hoffe, dass das wirklich ihn zurückversetzt in die Kindheit. Mhm. Das ist sofort daheim. Speck kommt schön durch und es bleibt traditionell und es bleibt emotional für mich. Ach, ich glaube, das geht zumindest in die richtige Richtung. Ja. Wir haben halt irgendwie versucht, feine Finesse-Küche und Heimatliebe miteinander zu kombinieren, was halt einfach sehr, sehr schwierig ist. Konsistenzspiel, sehr intelligent. Das macht sofort super Effekt im Mund. Was macht der Tiroler Speck? Sehr dezent. Sehr, sehr dezent. Wow, wow, wow. Das ist große Scheiße. Richtig toll. Richtig toll. Schöner Fisch. Richtig gute Soße. Schön abgeschmeckt. Sehr, sehr gut. Speck war auch dabei? Speck war dabei, ja. Kombination mit Fisch. Risikoreich, aber gelungen. Grundsätzlich habe ich gedacht so, danke. Danke, dass dir gefällt. Dieses Zittern, wenn alle drei Löffel vorher probiert werden, dann denkt man, ach bitte, bitte, sei auch bei meinem Löffel überzeugt. Überraschend, überraschend gut. Wirklich, also knackig, Konsistenzenspiel super, leichte Säure. Bisschen speckig vielleicht auch? Natürlich, ja. Speckig, okay. Speckig, ja. Ja. Konsistenzenspiel, super Kombination, ja. Ja, unerwartet. Ich wollte einen Drei-Sterne-Koch überraschen und das war so toll, dass ich das geschafft habe. Mhm. Okay, wir fassen zusammen. 4 Löffel, die dir auf jeden Fall gut geschmeckt haben. Sehr gut. Dafür gibt's schon mal kurz einen Applaus von uns an euch, ihr Lieben. Ich bitte dich dann auch, den passenden Teller umzudrehen. Und zwar fangen wir an mit dem besten Löffel, den du jetzt hier gefunden hast. Also es ist wirklich schwierig zu sagen, was da besser ist. Der Kopf schwingt so zwischen Tradition, Moderne, Risiko. Emotional entscheide ich mich für das, muss das der beste Teller gewesen sein. Und der ist von dir, Helena. Herzlichen Glückwunsch, meine Lieben. Du bist im Halbfinale. Ich habe ihn genau da getroffen, wo ich es wollte. Und es war die Heimatküche. Helena, wir freuen uns sehr für dich. Schön. Bester Löffel heute. So, und jetzt wollen wir doch die nächsten Freudentränchen hervorlocken. Wen schickst du außerdem weiter? Das Risiko und die Kreativität soll belohnt werden. Ich finde es irrsinnig toll und irrsinnig spannend. Sollte das der zweite sein? Jawohl! Einmal alles perfekt von Verena, einmal alles perfekt von Helena und zack, boom, bang, das ist natürlich ein Sensationsgefühl. Yes. Sehr geil. Oh mein Gott, Verena ist weiter. Juhu, wir gehen geschlossen ins Halbfinale. Yay. Hab mich sehr, sehr gefreut. Ja, das bedeutet dann jetzt im Umkehrschluss, Tim, du wirst dich leider von einem Mitglied aus deinem Team verabschieden müssen. Richtig komisches Gefühl, wenn du dann weißt, okay, diese perfekte Welt von 4 Leuten ist jetzt auf jeden Fall schon mal safe kaputt. Bitte zeigt mir jetzt
den nächsten besseren Löffel. Ich hänge mich wirklich nur auf Details auf. Und dann ist das der nächste. Und das ist der Löffel von Yvonne. Also erstmal war ich erleichtert, dass ich ins Halbfinale darf. Und gleichzeitig muss man sich auch verabschieden von jemandem. Du bist dann einem ganz, ganz kleinen Stück Taschenkrebs hier reingestolpert. Ich habe dich stolpern lassen, das tut mir sehr, sehr leid. Wie auch immer, sollte nicht sein. Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hast du fantastisch gemacht. Egor! Dankeschön. Danke. Es hat hier riesig Spaß gemacht. Ich habe menschlich sowie auch kulinarisch sehr viel dazugelernt. Und das war einfach so schön. Ich werde trotzdem weiter Gas geben. Und so schnell ist die Sendung auch schon um, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du vermisst uns nicht allzu sehr. Aber wir haben nächste Woche ja auch schon das Halbfinale. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin. Ahoi!